Verrückt sein. Verrückt sein kann bedeuten, krankhaft und wirr im Denken zu sein. Verrückt sein kann auch heißen, auffällig zu sein, absonderlich zu sein, ungewöhnlich. Verrückt sein kann auch heißen, dass man über alle Maßen außergewöhnlich etwas tut. Verrückt sein gilt manchmal als besser als normal sein. Wenn du dein Leben ganz normal lebst, wenn du dein Leben nach einem Plan lebst, den deine Eltern oder deine Großeltern dir aufs Auge gedrückt haben, dann kann das irgendwann nicht mehr so schön sein. Einfach sein Leben nur zu führen, um Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente, so eins nach dem anderen zu machen, ist auch nicht besonders gut. Manchmal muss man bereit sein, auch verrückt zu sein. Um vieles zu bewirken, gilt es auch, verrückt zu sein. Es gilt, Dinge zu hinterfragen, es gilt, Dinge selbst zu entscheiden. Es ist auch wichtig, mal zu scheitern. In diesem Sinne ist es gut, deine Energie fließen zu lassen, dich nicht so einfach bremsen zu lassen. Manchmal ist es gut, dann bewusst auch bereit zu sein, als verrückt zu gelten und verrückt zu sein. Natürlich, bei allem Verrücktsein ist auch wichtig, dass du öfters auch dein Verhalten auf andere einstimmst. Nur verrückt zu sein, um des Verrücktseins willen und dann in die Einsamkeit zu kommen, hilft auch nicht weiter. Es ist gut, ab und zu mal gegen den Strom zu schwimmen, es ist gut, ab und zu mal verrückt zu sein, aber um Gutes zu bewirken, musst du auch mit anderen zusammenwirken und dabei auch manchmal schauen, was kannst du tun, zusammen mit anderen, und manchmal musst du auch Dinge, die dir wichtig sind, mal zurückstellen oder zu schauen, wie kann ich das, was hilfreich und wichtig ist, so tun, dass andere etwas damit anfangen können.